Schönen guten Abend an alle. Moadim l'simcha, Chagim u'zmanim l'sason. Chag Sameach, Pesach kasher v'sameach. Shalom Tzadik, mal nishma. Schön, dass alle so schnell gekommen sind, anachnu po. Chag Sameach lekulam. Bezrat Hashem, wie versprochen, werden wir heute ein paar Sgulot sagen am Ende des Shiurs. Dieser Feiertag, Schwischel Pesach, ist nicht so wie zum Beispiel bei Sukkot, dass das ein eigener Feiertag ist wie Shmini Atzeret, sondern Schwischel Pesach, der siebte Tag von Pesach, ist eine Verknüpfung von Erev Pesach, vom Start von Pesach. Aber, weil am siebten Tag von Pesach etwas ganz Besonderes passiert ist, ja, und zwar die Meeresspaltung, hat das einen Effekt auf das ganze Pesach, auf den ganzen Feiertag, auf die ganzen 7-8 Tage, komplett. Was für ein Effekt? An erster Stelle müssen wir wissen, dass es nur einmal in der ganzen Menschheit so etwas gegeben hat wie die Meeresspaltung. Wir werden bis jetzt schon, wenn es sich ausgeht, am Schabbat viel darüber reden, über Details und so weiter, wie was wo, wie was war, was genau passiert ist, wie die Meeresspaltung stattgefunden hat und so weiter. Aber natürlich versuchen wir immer in jedem Shiur, in jedem Vortrag die Ethik daraus rauszuholen, was wir daraus lernen können, warum das geschehen ist. Weil umsonst geschieht nichts, nie und nie, niemals, einfach so umsonst, zufällig, ja, im Judentum und in der Tora. Alles hat seinen Grund und von jedem Ereignis können wir, sollten wir und müssen wir was lernen. Es ist natürlich am Endeffekt das Gute für uns. Wir lernen daraus, was, wie sagt Shlomo HaMelech, König Salomon sagt, Miu HaChacham, Miu HaChacham, Alomed Mikol Adam. Was heißt das? Wer ist der Weise? Nicht, wer ist der Ausgelernte, wer ist der Maturant, wer ist der Bachelor, wer ist der Master. Nein. Ein Mensch kann haben 4, 5 Diplome, aber er ist noch immer ein Zwirr. Mit seinem Benehmen. Maske auf. Entschuldigung, ich habe vergessen, ich bin ein Mensch, ich darf vergessen. Nur Maske auf. Ich bin Doktor, ich weiß, was ich rede. Aha. Man sieht, was Doktor ist heute, Gott sei Dank. Ja. An erster Stelle sagt, Shlomo HaMelech sagt, Miu HaChacham HaLomed Mikol Adam. Wer ist der Weise, der was von anderen Leuten lernt? Was lernt er von anderen Leuten? Was? Fehler. Ah, jaffe. Er lernt von den Fehlern anderer Leute. Wie kann er daraus lernen? Es gibt leider Leute, es gibt leider solche, die gehören dazu zur allgemeinen Zivilisation. Es gibt Leute, die egal was sie machen, bis sie nicht auf die Schnauze fallen, die lernen nicht daraus. Auf Jiddisch heißt das, Posticharo. Er hat den Haut aus einem Esel. Bis er das nicht spürt auf seinem Fleisch und Blut, er checkt das nicht. Und König Salomon sagt, sei nicht wie dieser Mensch. Sei dieser Mensch, der andere Leute sieht, die Fehler begangen haben, auf die Schnauze gefallen sind. Lerne daraus, schau, was ihm passiert ist. Wiederhole es nicht. Wenn du das machst, bist du weise, sagt Shlomo HaMelech. König Salomon war der weiseste, gescheiteste, schlauste Mensch, den es je in der Menschheit gab. Und das ist bestätigt worden von wem? Nicht von NATO, nicht von UNESCO, nicht von Putin, sondern von Gott höchstpersönlich. Achacham mikol adam, von jedem Mensch, den es auf der Erde geben wird, Shlomo HaMelech kann keiner toppen. Wenn er das sagt, dass du weise bist, wenn du von Fehlern anderer Leute lernst,
dann ist das felsenfest. Felsenfest. Wir brauchen keine Statistik, keine Abstimmung, keine Unterschriftensammlung, keine Demonstration, keine Demo, nichts. Wenn er das sagt, ist das Beton. Ihr müsst euch vorstellen, das ist das Lustigste, was ich heute gelesen habe, Wahnsinn. Die Meeresspaltung. Wie viele Leute waren dort präsent? 600.000 Männer von 18 bis 60. Jetzt damals waren alle schon mit 18 verheiratet, ja. Nicht so, ich muss studieren, ich muss lernen, ich muss das und das und das. Dann ist er 35, dann nimmt er schon, weißt du, Aktion. Mit roten Pickern. Schon. Okay. Nicht jeder hat das Glück, so wie ich. Oh. 600.000 Menschen, nur Männer, jetzt. Deren Frauen, wie viel noch? Wie viel haben wir schon? 1,2. Alle können rechnen. Ist das ein Wahnsinn? Die können rechnen. Deren Kinder? Noch 1,2 Minimum. Wie viel haben wir gelernt? Wie viele hatten die pro Frau? Uben Israel, Paru, Vaishritzu, Vairbu, Vaiatzmu, Bim Od, Me Od. Es gibt ein, also der Pschat sagt, dass jede Frau 6er-Pack hat immer auf die Welt gebracht. Es gibt einen Kommentator, der sagt überhaupt 12. Es gibt einen, der sagt 60. Okay, wie gesagt, 600, gerade gibt es auch diese Kommentator, aber egal. Gehen wir mal von heutiger Zeit 6er. Ha? Genau. Jetzt müsst ihr vorstellen, sie stehen vor dem Meer. Links, rechts ist die Wüste. Hinten ist wer? Paro. Wisst ihr, wer Paro war und seine Armee? Das ist nicht Ukraine. Das ist nicht Russland. Russland ist ein Mensch, ärgere dich nicht neben Paro gewesen. Na sicher. Nimm Pakistan, Indien, Amerika, Russland, Korea, China zusammen, ist Hälfte Paro. Noch nicht einmal. So eine Kraft hatten die. Die hatten nicht Atompatom, die hatten Magie. Schwarze Magie. Das reicht schon. Die hatten Pfeile mit verhextem Kopf. Solche Sachen, die haben auch Sachen gemacht. Auf einmal sehen die von hinten eine Wolke kommt. Du, 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 du. Jetzt stellt euch vor, was geschieht, wenn alle beginnen zu schreien. Wer beginnt als erstes zu schreien? Kinder. Mal bitte. Die Frauen. Die Frauen. Jetzt. Die Kinder sehen wen? Die Mutter schreien. Der Bruder sieht seine Schwester schreien. So ist das, ja. Das ist cool. Wenn ihr heiratet, ja, und ihr bekommt Zwillinge kennen, dann ist das wie in The Voice, weißt du? Ah, und ah, so. Matschik. Ja? Und dann, jetzt die Männer, Hevre, die Männer können nicht beruhigen. Eine Frau, wenn sie weint, und wenn Kinder weinen, wisst ihr, was mit dem Mann geschieht zu Hause? Er bricht zusammen, er beginnt auch zu weinen. Weißt du warum? Weil er sie nicht beruhigen kann. Und ich kann es lachen, sie bekommt Panik. Warte. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Männer, Frauen, Kinder, alle. Ah! Wisst ihr, was du abgespielt hat? Was für ein Lärm? Moshe Rabbeinu so. Nein, hat er nicht gemacht. Er war nicht so einer. Bei Israel, alle schreien. Panik. Mit Panik, was stellt euch vor? Wir werden vertrieben oder wir kommen raus von irgendeiner Sklaverei, von der Shoah, vom Holocaust und so weiter. Ja. Und wir laufen weg. Auf einmal stehen wir, Blockade. Vor uns ist das Meer. Das ist nicht alte Donau. Das ist nicht der Stadionbad oder Gänseäufel oder... Hallo, das ist ein Meer, du musst verstehen. Ja, mit dem Video. Das ist... Dort gibt es Wellen, die sind Meter hoch. 5, 6, 7, 10 Meter hoch. Auch wenn du bist Rettungsschwimmer, David Hasselhoff, Baywatch, kann vergessen. Der schluckt dich, verschluckt dich erst. Mata Hoshe, und was glaubst du, die Haie sehen, dass sie sehen, Yachmi kommt, normal. Rechts, links, Schlangen, Skorpione, alle wilden Tiere in der Wüste. Keine Chance, die Juden kennen sich aus, überall. Die haben schon kalkuliert, dass mit uns passiert, was machen wir jetzt? Ai, so schön. Jetzt kommt die Prüfung, die große Prüfung. Hevre,
Das Volk Israel hat ein Jahr lang Zwangsurlaub gehabt. Ein Jahr lang Zwangsurlaub. Was heißt Zwangsurlaub? Das hat, die 10 Plagen haben circa ein Jahr gedauert. In dieser Zeit haben die Juden nicht gearbeitet. Die wurden nicht versklavt. Die waren quasi auf Zwangsurlaub. Die haben das alles gesehen, wie alles geschah, mit Blut, mit das und so weiter. Alle 10 Plagen. Und natürlich, was entwickelt sich bei einem Menschen, der weit weg von Kadosh Baruch Hu war, was entwickelt sich mit der Zeit, wenn er die Plagen sieht, Woche für Woche, Monat für Monat? Es beginnt bei ihm eine Art Vertrauen, eine Art Glaube. Es gibt einen Gott, es gibt noch eine Hoffnung, weil es steht ja geschrieben, die kamen zur 49 Tore der Unreinheit. Das heißt, die waren schon komplett unten, die waren schon komplett, heute sagt man, Meier dazu. Ja? Das Volk Israel steht vor dem Meer. Sie sehen das Meer, sie realisieren schon die Situation, wie es ausschaut. Was macht Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu hebt seine Hände und beginnt zu beten. Laut. Und alle mit ihm. Oh, lieber Gott, hilf uns! Und Moshe auch. Was sagt Kadosh Baruch Hu? Ich habe das erste und letzte Mal, wo Kadosh Baruch Hu ihm sagt, warum betest du zu mir? In den Shiurim hören wir Tag und Nacht. Wenn du ein Problem hast, geh zu Gott. Wenn du das hast, bete zu Gott. Nachon, rede mit Kadosh Baruch Hu. Wohin? Du hast uns gelehrt, bis jetzt, ja, und immer wieder, dass wenn ich ein Problem habe, komme ich zu dir. Du bist ja mein Vater. Du kümmerst dich ja um alle meine Probleme. Ist doch so, oder? Du gibst mir ja die Probleme, damit ich zu dir komme. Das ist ja der Grund. Nachon, so habe ich das gelernt. Maba Yachshav Po. Was sagt er ihm? Mati Zakelai. Da Berel Bnei Israel wie Isau. Wie? Hallo, wohin? Warum schreist du in meine Richtung, sagt der Kadosh Baruch Hu zu Moshe. Warum? Vorwärts. Sag dem Volk Israel, die sollen weiterfahren. Halbe Seder, weiterfahren, alles gut. Wohin? Ich verstehe, aber wohin? Mata Omer, Yatzuk war. Sie kamen ja schon raus. Nein, aber du siehst, das ist anders, wenn du bekommst ein Versprechen, du siehst die Realität. Du siehst die Realität. Auch wenn wir die sehen, die Ägypter kommen, die erinnern sich wieder an die Sklaverei, an die Folterung und so weiter, an die Schwerstarbeit. Was machen wir jetzt? Er betet zu Gott und Gott sagt ihm, warum schreist du mich an? Warum schreist du auf meine Richtung, sagt der liebe Gott. Sagt ihm, Israel, sie sollen vorwärts gehen. Habt ihr gehört über Orachaim HaKadosh, den heiligen Orachaim, Rabbi Chaim Ben Attar? Er sagt Folgendes. Er fragt eine Frage. Was hätte er machen sollen, Moshe? Was hättet ihr gemacht? Wer ist jetzt Moshe Rabbeinu? Ah, Ilan. Du wirst jetzt Moshe Minasian. Okay? Ilan Rabbeinu, was hättest du gemacht? Gehst du einen anderen Weg? Er fragt, was hätte er machen sollen, Moshe? Was hätte er machen? Die ganze Zeit mit wem sprach er? Zu wem ging er bis jetzt? Zu ihm. Aber warum ist das jetzt ein Problem geworden? Und dann sagt er ihm, und wir sehen am Endeffekt, dass das Gebet erhört wurde. Was sagt er ihm im nächsten Pasuk? Und jetzt nimmst du deinen Stock und gibst das auf dem Meer und das Meer wird sich spalten. Am Anfang sagst du, warum kommst du zu mir? Und dann sagst du, okay, weißt du was, mach das so und so. Leuwantiklum, wie schaut's aus? Irgendwie instabil das Ganze, oder? Baruch atah Adonai. Eloheinu melech ha'olam shehakol niyah bedor. Noch eine Frage. Wenn du ihnen sagst, sie sollen weiterfahren, wohin sollen die weiterfahren? In den sicheren Tod? Hevre, das ist der sichere Tod gewesen. Fix. Worum ging es hier? Hevre sagt der Orachaim HaKadosh, er sagt, es gibt im Himmel, das sagt nicht nur er, das sagt der Talmud, das steht überall drin, im Zohar,
Es gibt im Himmel, im obersten Gericht, immer zwei Richtungen. Es gibt die Barmherzigkeit und es gibt die Gerechtigkeit. Was sagt die Gerechtigkeit? Gesündigt, strafen. Stimmt's? Barmherzigkeit stimmt, aber wir müssen ihn verstehen. So wie ein Gericht. Ja. Es gibt den Staatsanwalt, das ist der größte Chanos, den ärgsten. Ja. Ich weiß, alle meine Gerichtsverhandlungen damals, alle Staatsanwälte, die haben ausgeschaut wie Hitler. Solche, ja, der hat so gemacht, Herr Rat, ja, er hat immer solche Gesichter gehabt, wie ein Diktator. Auch wenn sie so dünn waren. Wahnsinn. Und dann gibt's die andere Seite, das ist der Verteidiger. Was macht er? Was sagt er? Ja, Sie haben recht, er ist schuldig. Nein, was ist seine Aufgabe? Verteidigen, was? Euer Herr, Sie müssen ihn verstehen. Er war im Blutrausch, er hat das und das gemacht, er war betrunken, alles Mögliche, Beweise sammeln und so. Ja, Sie müssen verstehen. Aber so, sie versucht irgendwie, es entweder schön zu reden oder dass der Richter ihn versteht und zumindest seine Strafe mildert oder ganz. Es gibt auch im Strafsystem, im Gesetz gibt es eine Art, nicht ein Urteil, das heißt Diversion. Weißt du, was eine Diversion ist? Rechtsmittel. Rechtsmittel. Was heißt Rechtsmittel? Mamatascher Bahnhof. Das bedeutet, dass du unbescholten bleibst. Keine Akte, dein Akt ist sauber. Ja? Du bleibst sauber. Du entschuldigst dich und so weiter und so fort, zahlst die Gerichtskosten und damit hat sich die Sache erledigt. Okay? Ich könnte Anwalt werden, wirklich jetzt. Wie geht's so? Eieieiei. Genauso gibt es im obersten Gericht, bei Kadosh Baruch Hu, beim obersten Gericht dort, beim Kadosh, beim lieben Gott, genau dasselbe. Es gibt Gerechtigkeit, die sagt, das Volk Israel hat kein Recht, befreit zu werden. So, Mama Schkacha. Es gibt für jedes Volk, merkt euch das, der Zohar schreibt, der Talmud schreibt das, der Prophet schreibt das. Es gibt für jeden Volk einen zuständigen Engel. Woher wissen wir das? Mit wem hat Jakob Avinu gekämpft, wo er zurückgegangen ist? Mit dem Engel von Esav, genau. Das heißt, es gibt für jeden, auch für Mitzrayim gibt es einen Engel. Dieser Engel kommt. Genau in der Zeit, wo sie vor dem Meer stehen, zu Kadosh Baruch Hu und sagt, lieber Gott, bei allem Respekt, aber die da unten verdienen es nicht, befreit zu werden. Warum? Ganz einfach. Er sagt, ja, die Ägypter sind Götzendiener oder Statuenanbeter, aber die Juden sind nicht besser. Woher wissen wir das? Die sind gesunken in der 49. im 49. Tor der Unreinheit. Das heißt, die haben die komplette Tum'a gehabt. Genau wie die Ägypter. Auf was hinaus möchten sie befreien? Die sind nicht besser als die Ägypter. Warum steht es ihnen zu, dass sie befreit werden? Es steht ihnen nicht zu. Es begann eine Diskussion. Ken? Hat er recht oder nicht? Ja. Hör mal, jetzt stellen wir uns vor, ihr seid alle Staatsanwälte. Ja, fix, nach Horn. Was machen wir? Verteidiger kommt. Verteidiger, ja. So, was wir verstehen. Hallo, Fakt ist Fakt. Aber der Fakt hat recht. So stark recht, dass der Verteidiger nicht ein Wort sagen kann. Aber es gibt einen Weg. Einen Weg, der so eine Situation wenden kann. Nur einen Weg. Es ist ja bekannt, dass für Kadosh Baruch Hu kein Problem ist, das Meer zu spalten. Der Prophet Nachum sagt, Goer Bayam Vayabsheu. Es reicht, wenn Kadosh Baruch Hu sagt zum Meer, was tust du? Und das Meer trocknet komplett aus vor Angst. Vor Gott, Wetter. So steht es geschrieben im Propheten. Was soll er? Es reicht, wenn er anschaut. Ve'egah be'arim ve'eshanu. Stimmt's? In Tehilim steht das.
Könnt ihr euch erinnern, vor ein paar Jahren hat es gegeben, Vulkanausbruch in Schweden, Norwegen, irgendwo. Eyjafjallajökull, irgend so ein Wort hatte gehabt, dieser Vulkan. Ganze Europa, Obama konnte nicht fliegen. Obama konnte nicht fliegen, ah, Amerika. Kusch zu Hause im Wohnzimmer sitzt mit deiner Frau. Nicht fliegen. Kann nicht fliegen, niemand. Makara, Vulkan stört den Luftraum. Alles Staub, alles mit Rauch. Aha. Steht geschrieben im Tehillim. Igabe Arim Veshano. Er greift nur die Spitze des Vulkans an und es beginnt zu rauchen schon aus. Problem für Kadosh Baruch Hu, was zu bewegen? Entschuldigung, ja. Alle haben Angst. Putin, Atomwaffe. Putin. Bei Metrachschaden. Stellt euch vor, Putin bekommt morgen Krebs. Es gibt keinen Putin mehr. Das ist alle er. Das ist alles er. Stellt euch vor, auf einmal die Feinde, die was Israel. Lobaya, Bechlal. Überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Wie sind alle Diktatoren, die Juden vernichtet haben, gestorben? Auf die niedrigste Art und Weise. Sie haben sich selber das Leben genommen. Stalin, Hitler, alle. Hitler? Ja. Wie ist er gestorben? Corona oder was? Der hat sich das Leben genommen. Faschler. Fadicha. Ich sicher, Bro. Fadicha. Verstehst? Das niedrigste, die niedrigste Art und Weise zu sterben, ist sich selber umzulegen. Für die Yakuza ist es ein Privileg. Hast du genug? Das ist ein Privileg. Sich selber das Leben nehmen. Ah, okay. Stand-up-Piece. בזמן שישראל עמדו לפני הים וביקש הקדוש ברוך הוא לקרוא עליהם ים סוף קדוש ברוך הוא עד פה גירה בתסמי התושפלת נופה אמר קום דה אנגל פה מצרים זה גנען זה דופן נשת ואז קלפת שקדוש ברוך הוא זה גייס לתי פאפ נשמח את זה נען Nein, er ist ein Richter, er muss richtig richten, er kann nicht einfach da Auge zu, das geht nicht, das geht hier in Wien vielleicht oder woanders, aber nicht bei ihm. Bei ihm ist alles richtig, klipp und klar, und diesen Millimeter kann man nicht bewegen. Er sagt, ja, die haben recht, was machen wir jetzt in dem Fall? Und in dem Fall, genau in dem Moment sagt Moshe Rabbeinu, ah! Er sagt, Mati Zakelai, was willst du von mir? Die haben kein Recht, befreit zu werden, sagt Moshe Kadosh Baruch zu Moshe. Aber er gibt ihm einen Hinweis, dass es einen Weg gibt. Was ist der Weg? Bevor ich den Weg sage, sagt der Engel von Mitzrayim, Are kulam chotim lefanecha, sind alle Sündiger bei dir, sagt der Engel zum Gott. Er sagt, und alle deine Wege sind emet, bei dir kann man dich nicht bewegen, links, rechts, ist alles gerade, korrekt. Diesen Götzendiener, die sind auch Götzendiener. Die sind in Blutvergießen, haben die auch gesündigt, die Ägypter, und die Juden haben auch gesündigt. Die haben in nicht bescheidene Sachen, also was alles, was das Intime angeht, gesündigt, die Juden haben das auch gemacht. Blutvergießen? Blutvergießen, Betach, Schwichudamim. Muss nicht sein mit Messer, es kann sein, wenn du jemanden erniedrigst, das reicht schon. Es reicht schon. Wie willst du ihnen das Meer spalten? Und dann sagt Kadosh Baruch Hu zu Moshe, der Berel Bnei Israel, warum sagt er nicht, dem Moshe beginnt zu gehen? Warum sagt er zu Moshe, sag dem Volk Israel, weil Moshe hat das Privileg, für ihn befreit zu werden, aber die anderen nicht. Deswegen sagt der Moshe, sag ihnen, der Berel Bnei Israel, sprich zum Volk Israel, dass sie gehen sollen. Warum? Wenn sie gehen, dann gehen sie in den sicheren Tod. Aber wo ist Vertrauen zu Gott? Oh, schaut, was er sagt. Wann der liebe Gott zu Moshe sagte, sprich zum Volk Israel, war damit gemeint von Gott, dass das Volk Israel, indem es beginnt zu gehen und sich in Gefahr bringt und trotzdem auf Gott vertraut, genau in der Gefahr, in der schwersten Zeit, dann erweckt sich die Barmherzigkeit. Und nur die Barmherzigkeit kann die Gerechtigkeit besiegen. Nichts anderes. Durch was?
durch deine Tat. Was war die Tat? Was sollte die Tat vom Volk Israel sein? Vertrauen und rein. Aber Vertrauen und rein. Ins Meer. Wetter. Stell dir vor, du hast einen, ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt eine Situation, du hast jemanden, den du gern hast. Du hast die ganze Zeit mit einer super Beziehung gehabt, auf einmal hat er dich irgendwie enttäuscht, er ist auf einmal in die schiefe Bahn geraten, er geht runter, er macht das, er macht dies, er macht das. Aber wie, du bist Jude, darfst du nicht machen, was, ich mache Geld, das mache ich, will auch Kaffee machen. Er geht langsam runter, du siehst, er sinkt im Sumpf und er ist... Und auf einmal hat er etwas gemacht, das dich urenttäuscht hat. Er hat dich so enttäuscht. Okay? Und du bist extrem verletzt von ihm. Extrem verletzt. Und dann, wenn es auf einmal in eine andere Situation kommt, hart auf hart, auf einmal siehst du, dass niemand dich rettet, außer dieser Mensch. Frage ich jetzt, würdest du ihm das verzeihen, alles, was er gemacht hat, in dem Moment, wo er dich rettet? Kommt drauf an. Ohne ihn wärst du Pulver geworden. Brennenden Haus, nur er kann dich reden, auf einmal siehst du ihn. Er riskiert sich, kommt, Du siehst ihn, danke, auf einmal vergisst, nach unten, du vergisst alles und machst ihn einfach. Die Tat von ihm hat alles umgedreht, hat alles gewendet. Genauso hier bei Yamsov, sagt der liebe Gott. Was schreist du auf mich? Sagt ihn, sie soll ich bewegen, ich brauche die Barmherzigkeit dabei. Ich brauche eure Tat. Er sagte nicht zu Moschee, beweg dich. Er sagt, der Berl bnei Israel, du bist okay, Moschee, du hast ja nicht gemacht. Sie waren problematisch. Der Berl bnei Israel, sie ist okwa, du sollst weitergehen. Weil nur so kann ich etwas bewegen und sagen, ja, schau, sie riskieren ihr Leben für mich. Die haben Tschuwa gemacht, das reicht. Gerechtigkeit, Wappen. Sir, er kann nicht, oh, ja, sie haben recht, euer Ernst. Sir, er sitzt, keine weiteren Fragen, Fuß auf Fuß, und Sir. Macht seine Krawatte, steckt doch gesehen, gell? Geht oder nicht geht? Geht. Was lernen wir daraus? Wow. Merkt euch eins. Jeder ist beim lieben Gott willkommen. Jeder Einzelne. Egal wie weit weg du bist. Auch wenn du weit. Auch wenn du im vorletzten Tor bist, im 49. Tor der Unreinheit, du bist ganz Kilometer oder Lichtjahre von mir entfernt, es reicht, wenn du eine Tat für mich tust, ich werde dich rausholen. Ich werde dich von diesem Sumpf rausziehen. Von diesem Sumpf. Erkorimlo. Josef Meschita, habt ihr gehört über ihn? Ich glaube, ich habe einmal erzählt über ihn. Josef Meschita, mag hier? Gleich. Josef Meschita. Ich glaube, das waren die Römer. Wenn sie den Tempel zerstört haben, sie kommen rein und jetzt wissen sie, sie haben Angst reinzugehen. Das ist der heiligste Heiligtum, ja, von Jerusalem. Und die haben gesagt, wer geht als erstes rein? Keiner wollte sich melden. Jeder, der reingeht als erstes, kann sich nehmen von drin, was er will. In Kodesh HaKodeshim, wo die Menorah sich befindet, wo alles der Heiligste ist, wo der Kohen Gadol einmal im Jahr reingeht. Meldet sich einer, Jude? Josef Meschita sein Name. Also ich gehe rein. Er hat das Volk verraten, er hat ihm gesagt, wie man reingeht. Also ich gehe rein, Mabaya. Was ist das Problem? Was? Ich habe keine Angst. Ich will einer von euch sein. Diese Juden, die kennen sich doch, die können nicht leben. Sind finster. Ich bin mit euch. Wir sind Freunde. So. Ja, geh rein. Was du willst, kannst du dir nehmen. Er geht rein. Was macht er? Er ist ein Ivre, er weiß, was er nimmt. Er nimmt nicht irgendeine Schaufel. Er kommt raus mit was? Menorah. Mit der Menorah. Das, wo der Kohen die Kerzen natürlich. Das ist ein ganzer Batzen Gold. Das ist nicht ein Teil. Das ist ein ganzer Goldstück. Das ist unbezahlbar. Die sehen das und sagen, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Schau dich an, schau das an. Schau uns an. Schau, was die Ringe, das, Rolex und so. Das geht, passt uns, passt nicht. Du bist ein IMS-Nick, was ich mit dir. Der Mensch aber du.
Du gehst, jetzt gib uns das, nimm das ab, oder kannst du, ne? Gib uns das, und jetzt geh wieder rein, jetzt spiel, was du willst, kannst du holen. Also ich habe einmal meinen Gott verletzt, ich mache das kein zweites Mal. Chevre, er hat das ganze jüdische Volk verraten. Er hat es ermöglicht, in den Feinden reinzukommen. Juden zu töten, abzuschlachten, Kinder zu töten, Frauen zu töten, alles. Er sagt, einmal habe ich meinen Gott verletzt, ein zweites Mal mache ich das nicht. Wie bitte? Weißt du, mit wem du redest? Bist du lebensmüde? Bist du lebensmüde? Hast du den Geruchssinn verloren oder kennst du nicht aus? Weißt du, wer ich bin? Wir werden dich jetzt filetieren hier. Wir werden deine Knochen jetzt einfrieren lassen und dann werden wir draußen eine Soße machen. Was ist mit dir los? Bist du krank oder was? Geh rein! Das war's. Er bereut es. Die haben ihn genommen, die haben seine Haut mit Eisenkämme geschält. Das können wir, das machen wir meistens mit dem Griller. Deine Haut ist nicht dünn. Es dauert, bis man zum Knochen kommt. Ganze Zeit. Leben. Er ist gestorben. Seine Seele ging raus und dann kam eine Stimme raus, das sogar alle gehört haben. Yosef Meshita Muzman Lechaye Olam Abba. Opa. Er hat gesündigt bis zum geht nicht mehr. Er hat alles gemacht, was man machen kann an Sünde. Er hat eine Tat gemacht. Eine Tat! Er hat gesagt, ich werde nie wieder meinen Gott verletzen. Nie wieder! Er hat dafür mit seinem Leben bezahlt, dass man gesagt, diese Seele ist eingeladen zum Olam Abba. Muzman! Muzman lechaye olam haba. Leute eignen sich das nicht einmal an, wenn sie ganzes Leben religiös sind, ist schwer sich anzueignen, olam haba fix. Mit einer Tat. Reue. Er hat sich geopfert. Er hat den ersten Schritt gemacht. Von dort nimmt er ihm Tag Gan Eden. Von dort Gan Eden. Vayar Israel et Hayad Agdola. Chevre, es gibt so viele Sgulot. Und das Volk Israel sah die große Hand Gottes. Was für eine Hand. So steht es geschrieben. So wenn wir das Leben zu Shabbat besagen, zu Pesach jetzt, zum Freitag. Am Freitag. Am Freitag werden wir das lesen. Was heißt, und das Volk Israel sah die große Hand Gottes. Was hat sie gesehen? Maimrau. Das Volk Israel hat alles gesehen, alle 10 Plagen. Sie kamen zum Meer, sie standen zwischen Meer und den Ägyptern. Moshe Rabbeinu kommt zu Kadosh Baruch Hu und sagt, oder wendet sich an Kadosh Baruch Hu und sagt, hilf uns. Und dann spaltet sich das Meer in zwei. Stimmt's? Das Volk Israel sieht die Größe und die Heldentat von dem lieben Gott, wie er das Meer spaltet. Das Meer war nicht auf dem Boden so gatschig, es war trocken. Trocken wie am Strand. Das Wasser stand auf Wänden, wie Wände. Die Fische schwammen dazwischen. Viele, viele Details gibt es. Viele Details. Für jeden Stamm einen Weg. Vayar Israel et Hayad Agedola Asher Asa Hashem. Das Volk Israel sieht die große Hand, was Gott gemacht hat. Was für eine große Hand? Warum schreibt die Tora große Hand? Was ist damit gemeint? Auf welche Hand wird gesprochen? Warum steht nicht geschrieben, und das Volk Israel sieht die großen Wunder, die Hashem vollbracht hat? Schreibt so, sagt er folgendes. Könnt ihr euch erinnern, was davor war? Ein paar Jährchen davor. Moshe Rabbeinu kam auf die Welt, seine Mutter legte ihn in einen Korb, ja, und oh, bravo, Daniel, mal jetzt. Oh, ist ein Käfli, Schmauka. Lange nicht gesehen, mein lieber Freund. Trainiert, ja. Hebre, Leute hören das, hören deutsche Rap. Jo, ich will bitte mit dem Training. Er hört die Retora, wenn er trainiert. Schau, wie heilig er ist.
Sicher, Leute hören diese schirchen Rap, die nutzlosen Raps, die keinen Text, keinen Inhalt, kein gar nichts im Schädel haben. Ja, die machen auf Jugendliche, die nichts im Kasten haben, Geld. Ja, er hört sowas nicht. Ja, nicht. Nichts, Klum. Klum, Klum, Klum. Er hört Orotatora, er hört Orotatora, schau, sofort, wie aus der Pistole geschossen, gibt er eine Antwort. Was ist damit gemeint? Moschee wurde auf dem Wasser gelegt, in dem Korb. Und er ist getrieben, er ist getrieben im Wasser und wer sieht ihn? Die Tochter von Paro. Steht geschrieben folgendes, sie sieht diesen Korb und dann steht geschrieben folgendes, die Schlache Tamata. Was ist damit gemeint? Wer weiß, wer kann es sagen? Es gibt zwei über Batia, nein, Miriam war nur so Beobachtung. Batia, die Tochter von Paro, es gibt eine Diskussion diesbezüglich, was das bedeutet. Die eine Seite sagt, dass sie ihre Hand ausgestreckt hat. Aber wie? Es ist 60 Meter Entfernung gewesen. 30 Meter Entfernung gewesen. 60 Amar, 30 Meter Entfernung. Wie? Was für eine Hand hatte sie dort? Die anderen Kommentatoren sagen, dass sie ihre Dienerin geschickt hat, damit sie es holt. Das waren Rabbi Judah und Rabbi Nechemia. Okay, das heißt, was verstehen wir? Dass im natürlichen Wege man Moschee nicht treten konnte. Stimmt's? Konnte man in natürlichen Wege Moschee retten vom Wasser? Nein, das ist nicht Donaukasee auf Leiband. Auf einmal kommt die Wiener Polizei und hilft dir. Grüß Gott. Ja, so wie bei uns, Gott sei Dank, eine Katze hängt irgendwo im Baumfest, 8 Autos. Rot auf Rot, Feuerwehr, Unfallkommando, alle. Katze steckte fest. Baruch Hashem. Das heißt, im natürlichen Wege konnte man Moschee nicht retten. Obwohl es nicht möglich war, hat was gemacht die Tochter von Paro? Sie hat ihre Hand ausgestreckt. Revere, du weißt, du kannst das nicht machen. Warum streckst du deine Hand aus? Wessen Hand hat sie das? Wer ist da zuständig für diese Hand gewesen? Oh, Yafeme Od. Das heißt, Kadosh Baruch Hu war zuständig für diese Hand und diese Geschichte wurde viral in ganz Ägypten. Alle haben davon gehört. Wie ist Moshe Rabbeinu auf die Welt gekommen? Wie wurde er gerettet? Wie kam er nach Ägypten? Die ganze Geschichte. Wir wissen ja, bei Juden bleibt nichts Geheimnis. Also, WhatsApp, jemand hat es gemacht, sofort wird geteilt. WhatsApp hat die größte Bezeugung häufig weitergeleitet. So schlimm, dass man nur einmal teilen kann. Pro Person. Ja? Einmal schon ra. Zweite Mal musst du wieder bewegen. Kadosh Baruch Hu gibt die Möglichkeit, einmal genug machen, ich will nochmal teilen. Damit sagen, ich bin der Nachrichtensender CNN. Okay, aber wir wissen nicht, was für Konsequenzen da kommen, wenn wir jetzt schicken ein Video über jemanden, der verspottet wurde, der verhaftet wurde, der ausgelacht wurde, der geschlagen wurde, der betrunken war, egal was. Wir verschicken es weiter. Jo, jo, jo. Also. Sie schickte ihre Hand. Also sie streckte ihre Hand aus. Und hier können wir lernen, eine große Moral, sagt er. Wenn wir sehen, einen Menschen in der Grenze von seinem Können und im natürlichen Wege kann man ihm nicht retten. Trotz all dem, sagt Kadosh Baruch Hu, sind wir verpflichtet, es zu versuchen. Sagt der liebe Gott, Batia, hört mal zu bitte, Batia hat nicht gesagt, es geht nicht. Es gibt sowas nicht bei ihr. Es geht nicht, gibt es nicht. Ich will nicht, das gibt es. Ich kann nicht kommen. Es gibt keine. Ich will nicht. Ich will jetzt besser da. Chevre, stellen wir uns einmal vor, Batia hätte Moshe nicht retten können. Oder nicht retten wollen. War ja. Ma ata omer. Ma ata lagidushki. Vielleicht auch nicht. Jeder ist ein Mitspieler in einem Spiel. Wenn du in einem Fußballspiel Ronaldo gibst du auf der linken Seite, nachon? Wenn er nicht da ist, kann ein anderer Spieler ihn nicht ersetzen. Er kann ihn in der Position ersetzen, aber nicht beim Können. Das heißt, jeder hat eine Aufgabe.
Jeder hat eine Aufgabe. Der ist Mittelfeld, der ist Stürmer, der ist das und dies und jenes. Sie hatte die Aufgabe nicht. Nein, sie hatte keine Aufgabe. Jeder, der Mensch, hat den freien Willen, es zu tun, ja oder nein. Sie war fix davon überzeugt, dass sie es schafft. Wie? Kadosh Baruch sagt, blind. Kein Problem. Zu ihm. Etayada Gdola. Was habe Jakob Avinu? Hebre, Jakob Avinu. Er war ursanft. Er war ganz so ein sanfter. Er kommt, er läuft weg von Esav. Hebre, er läuft weg von seinem Bruder. Er ist nicht weniger stärker als Esav. Er kommt wohin? Haran. Dort ist ein Riesenbrunnen und ein Riesenfelsen, was wiegt hunderte von Tonnen auf dem Brunnen. Es müssen alle Männer von der Stadt kommen, um diesen Brunnen zu bewegen, damit man Wasser rausnehmen kann. Was macht Jakob mit zwei Fingern? Nee. Wie geht das? Trainieren, da? Wir sind Tischler, wow, so wie stark er ist. Jakob schaut ihm nur an, er ist Feuer, er ist Pulver, Kurkum. Schwarzer Pfeffer. Bettach. Jakob Avinu kommt und bewegt mit zwei Fingern einen Felsen, was die ganze Stadt bewegen muss. Warum? Wie geht das? Trainiert? Achi, du kannst trainieren, wie du willst. Vergiss. Das war sein Glaube. Ich weiß, ich will das, ich will denen helfen. So haben die gelebt. So ein Glauben, so ein Niveau von Glauben hatten die. So ein Beta, die hatten ein Vertrauensniveau, das ist nicht normal gewesen. Heute kannst du sagen, es ist unmöglich. Dort war es möglich. Haben die das als Geschenk bekommen? Nein, die haben das nicht einmal geerbt. Die haben das sich angeeignet. Vertrauen in Kadosh Baruch Hu. Wer kann uns helfen? Außer niemand kann uns helfen. Niemand. Und das will Kadosh Baruch Hu uns damit sagen, mach mal den Anfang, ich werde den Rest machen. Ich weiß, es ist schwer, gegen Yetzer Hara, gegen den bösen Trieb anzutreten, ich weiß. Das Geld ist verlockend, die Umgebung ist verlockend, das Alkohol ist verlockend, die Musik ist verlockend, die Szene ist verlockend, alles rundherum. Ich weiß, sagt Kadosh Baruch Hu, ich habe dir diesen bösen Trieb gegeben, ich habe das alles erschaffen. Aber er sagt, ich will nur einen Schritt von dir haben. Dass du sagst, heute mache ich das nicht. Ich werde dich von dort, wo du dich befindest, unten im Sumpf bisher, ich werde dich rauswischen. Wer war bisher noch im Wasser drinnen? Nein. Nach Shom Ben Aminadav. Der erste Dänzer. Keiner traut sich. Ich kann nicht schwimmen. Haben Sie schon gerissen vielleicht? Ich habe die Flügel ins Heim gelassen. Nach Schon gesagt, ich gehe rein, mal so. Geht rein. Auf. Warum nicht bis hier rein? Mach bis hier auf, mach mal ja. Wo bist du? Nein, hier. Warum? Und zu schauen, ob wegzucken diese. Nein. Ja, Femmerot. Er sagt, ich will dir damit zeigen, damit, weil heute, er wusste damals, Kadosh Baruch Hu, dass heute Justin fragen wird, warum. Damit du weißt und damit du daraus lernst, dass Kadosh Baruch Hu verlangt von dir, dass du bis an deinem Limit gehst. Weil nur so beweist du dein hundertprozentiges Vertrauen an Kadosh Baruch Hu. Grenzenloses Vertrauen. Wenn das bis am Ende geht, das nennt sich auf Deutsch Aufopferung. Er war bereit, sich zu opfern. Kracher. Für wen? Für das ganze Volk. Er hat den ersten Schritt gemacht. Es geht immer um diesen ersten Schritt. Es geht immer um diesen ersten Schritt, den wir machen. Es gibt sowas nicht, ich kann das nicht. Es gibt sowas nicht. Deswegen, nur in diesem Bereich gibt es eine Sgula für Parnassa und für Sivug. Für Parnassa ist diese Nacht, morgen Nacht, ist die Sgula für Parnassa und für Sivugagun. Wisst ihr, was Sivugagun heißt? Die richtige zweite, nicht nur die zweite, die richtige zweite Hälfte.
Von was heißt richtige? Talmud schreibt, dass jeder Einzelne, der auf die Welt kam, kommt, oder nein, Blödsinn, Slicha, vor, viel vorher. Sobald das Kind im Bauch seiner Mutter ist, kommt schon eine Stimme raus und sagt, Bat Ploni, Le Ploni. Tochter von dem, Sohn von dem, zusammen. Das ist das Erbe. Und das, es gibt eine Sgula in dieser Nacht über natürlich diese zweite Hälfte zu finden, diese richtige zweite Hälfte. Wie bitte? Gibt es irgendwie so wie zu einem Pesach zum Beispiel die Sgula von Rav Rostopoli oder irgendwie von Rav Es steht geschrieben, Kashin mezonotav shel Adam kekirat Yam Suf. Das Brot des Menschen oder seine Parnassa ist so schwer wie die Meeresspaltung. Und noch etwas, Kashin, Erhomrim. Kashin? Ja. Kashin zivugo shel Adam kekirat Yam Suf. Das Paaren von Leuten ist so schwer wie die Meeresspaltung. Die Meeresspaltung ist immer schwer für Gott, ja? Oh. Geht ja nicht. Wie? Was kann das Bruch? Moshe, komm, ich bestelle dich! Oh, so haben wir Kohle fand, jetzt 12 Mann. Das war schon Martin, erkennt. Für Kadosh Baruch Hu kann es nicht schwer sein, sonst kann er nicht Kadosh Baruch Hu sein. Passt ja nicht irgendwie. Er sagt, an dem Abend gibt es eine Sgula. Essen? Tisch? Ah? Tisch? Essen nicht, nein, Essen. Habt ihr nicht genug gegessen, Achi? Nicht genug gegessen? Er sagt, Parnassa. Am letzten Tag von Pesach, es gibt ja Gerichtstage. Am Rosh Hashanah wird der Mensch gerichtet, nachon. Berkata Ilanot. Sukkot werden gerichtet, die das Regen, wie viel Regen wir dieses Jahr haben werden zu Sukkot. Deswegen machen wir mit Lulav so. Ja? Und am letzten Tag von Pesach wird der Mensch gerichtet über seine Parnassa und seine zweite Hälfte. So steht es geschrieben. Wie bitte? Yom Kippur ist dein Leben. Ob du lebst, nicht lebst. Wie du lebst. Mi cheve mi amut. Wer wird sterben in Wasser, wer wird nicht sterben, wer wird das, alles. Rosh Hashanah ist ein allgemeines. Dann gibt es noch die anderen. Und das ist zu Pesach. Er sagt, weil die Paarung von Menschen ähnelt dem der Meeresspaltung, ja, so wie die Meeresspaltung etwas Unmögliches ist, ist auch die Paarung der Menschen etwas Unmögliches. Zwei Welten treffen aufeinander. Und lebe jetzt in einem Haushalt, zugeschlossen, Dach, jetzt sind wir in einem Haus. Bayase. Ja? Zum Glück gibt es die Verlobungen, Shabbat Kala, wo man sich schon kennenlernt, ich will das und das, du sollst so machen. Gibt es ein paar Andeutungen von der anderen Seite, dann weiß schon die Frau, aha, okay, da muss ich aufpassen, der Mann weiß schon, aha, okay, da muss ich aufpassen. Kolechad ve'azeh shalom. Aber der Talmud in Masechet Psachim und Masechet Sotah sagt, es ist sehr, sehr von Sinnen, den Shirat Hayam, das heißt den Asya Shir, was sie gesungen haben, das Volk Israel, nachdem das Meer sich gespalten hat, es ist von Sinnen zu singen dreimal. Wann? Erste Mal ist es wann? In der Nacht. Schwischel Pesach in der Nacht, weil in der Nacht hat das Meer sich gespalten, oder vor dem Sonnenaufgang. Hier machen wir das meistens zu Mitternacht. Ja, wir treffen uns im Bet Knesset, lesen das von Sefer Torah. Dann gibt es das zweite Mal ist am Morgengebet in Shacharit, also Asher Moshe. Und dann das dritte Mal ist wann? Nein. 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 Zu Shacharit auch, aber in Kriyat HaTorah. Wir lesen das von der Torah. Dreimal muss es gelesen werden. Wie wird es gelesen? Chevre, es wird hier noch zitiert. Wort für Wort mit Lächeln, mit Lust, mit Hingabe.
Warum ist es so wichtig mit Hingabe? Warum? Wer weiß, warum es so wichtig ist, mit Hingabe dieses Gebet zu sagen? Revre, Misha, Roze, Sivuk. Wer möchte eine gute zweite Hälfte für sich haben, damit er skandalfrei lebt? Ohne dass nach 2 Jahren zum Rav gehen muss und die Scheidung einreichen muss. Da ist das Versprechen. Da ist das Versprechen. Takshivu Tov, bitte. Er sagt, unbedingt mit Hingabe. Warum? Ich bin jetzt nicht gut gelaunt. Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe zu viel gesoffen. Ich habe zu viel gegessen. Ich habe nicht so gut geschlafen. Ich bin mehrmals aufgestanden. Uiuiui. Armes Schwein. Ich bin müde. Was macht er? Kadosh Baruch Hu sagt, mit Hingabe sollst du singen. Mit Simcha. Warum? Weil so kann ich nur sehen, ob du bereit bist, dich aufzuopfern. Für wem? Für wem? Nein! Für dich selber. Bevor du bereit bist, dich für mich aufzuopfern, sagt Kadosh Baruch Hu, sei einmal bereit, dich für dich selber aufzuopfern. Man sagt dir, bevor du mich respektierst, respektier dich selber einmal. Schau, wie du dich verhältst. Schau, wie du dich verhältst. Stories. Da. Wie Katz und Maus. Katzen machen auch Stories. Paaren sich, er geht mit der, da geht er mit dir, da geht er. Also auch. Mal Katzen. Wir sind ja keine Katzen, wir sind ja Menschen. Wir sind ja Menschen. Es gibt für alles Konsequenzen. Ich will auch Kaif machen. Bisher, mach Kaif, aber es gibt dann eine Rechnung zu zahlen. Nicht jeder hat dieselbe Rechnung. Es gibt einen, der hat lange Rechnung, die kurze Rechnung. Es gibt welche, die haben kleine Rechnung, aber große Zahlen. Es gibt welche, die haben lange Rechnung, aber kleine Zahlen. Jeder hat eine andere Akte. Weißt du, welche Akte du haben willst in 10 Jahren? Nein. Was, wenn Kaif machen, heiraten und so, fertig, sehr und ich mache es. Wer sagt das? Wer garantiert dir das? Ich kenne so viele Paare, die haben geheiratet und haben bis jetzt keine Kinder. Die sind alles bereit zu tun. Alles. Und dann grabe ich in ihre Vergangenheit und sage, verstehe ich, warum? Steht dir geschrieben, Sicht von mir. Steht geschrieben, wer so das und das macht, dem werde ich das zumachen, ganz einfach. Warum? Lama Laros. Wozu? Wir sind ja nicht dumm. Wir sind ja nicht, wie gesagt, Postichar. Wir sind ja normale Menschen. Wir haben ja was im Kasten. Schaut, was er sagt, wenn du bereit bist, dich zu opfern und diesen Shiratayam, diesen Asiashir, ganzen Asiashir, Wort für Wort, mit Liebe, Hingabe und Fröhlichkeit, so wie du einen geilen Song hörst. Oh, ein geiler Beat, Alter. Kracha, wenn du so kaifuisch. Mochalim lo al kol avonotav. Werden alle seine Sünden getilgt. Es gibt Chet, es gibt Avon. Chet ist eine Sünde, die du unwissend getan hast. Du wusstest es nicht. Avon ist verbrecherisch. Du weißt, es ist verboten. Du machst es trotzdem. Se Avon. Alle deine absichtlichen Sünden werden getilgt. Hat er mit ihm Masse? Lieber Gott, warum so großzügig? Was ist los? Meine, was habe ich die ganze Zeit gesprochen? Jetzt 1 Stunde, meinen Kopf kaputt gemacht. Für was? Ihr verdient es nicht. Ihr verdient es nicht. Ihr seid alle Mitzrim momentan. Aber nur eure Tat kann mich zur Barmherzigkeit bewegen, sagt Kadosh Baruch Hu. Deswegen hat es eine Wirkung. Ah? Kodem Kol, Lagid et Shirat Hayam dreimal. Okay? Das heißt, in der Nacht, Mitternacht, dann in der Früh im Gebet, das heißt für alle Zeit, die kommen. Bitte was? Donnerstag Nacht, Freitag früh, so. Das ist nicht viel Arbeit, es kostet nicht einmal. Wann ist das dritte Mal? Erste Mal ist Donnerstagabend zu Mitternacht. Okay? Donnerstagabend zu Mitternacht. Okay, es wird in Bete Midrash, es wird noch bekannt gegeben. Und dann am Freitag in der Früh im Gebet,
Frauen müssen nicht mit Gästen kommen, jeder kann in vom Sidur lesen, aber Wort für Wort. Wort für Wort. Wie lange ist das? Wie lange? Alles hier. Ja, schau. 3 Minuten. 5 Minuten. Wenn du langsam liest, 5 Minuten, 6 Minuten, sehr. Revre, das lohnt sich nicht, willst du mir sagen? Du musst lachen. 20 Minuten von deinem 120-jährigen Leben widmest du für dich. Für deine Zukunft. Noch einmal. Noch einmal, 20 Minuten widmest du für dein Leben, damit dein Leben skandalfrei verläuft. Noch Chavez? Panasa, Sivug. Das Besat Hashem, bis zum nächsten Pesach, jeder, der heiraten soll, soll heiraten. Mit seiner Hälfte, von der von Gott beschrieben wurde, bestimmt wurde. Aber das hängt von wem ab? Das hängt nicht nur vom Gebet ab. Das hängt davon. Das Gebet ist nur, dieses Gebet ist nur ein Grund. Das ist nur Sibalem Sibat, das ist nur ein Grund. Er sagt, ich möchte deine Aufopferung sehen. Bist du bereit aufzustehen? Bist du bereit zu kommen? Zu mir zu kommen? Bist du bereit, nicht an dem Abend was du machst, das zu machen, was du immer machst? Bist du bereit, an dem Abend zu mir zu kommen? Ich werde dein Herz öffnen. Aber zuerst machst du den Schritt, du machst den Schritt zuerst. Ich brauche den Schritt nicht. Ich muss keinen Schritt machen zu dir, ich bin immer da. Ich bin immer da, sagt Kadosh Baruch Hu. Ich bin seit Erev Pesach bin ich unten, sagt er. Ich bin nicht auf meinem Platz, am Thron, nein. Er sagt, ich bin seit Erev Pesach unten und warte, bis du über mich redest, Gutes. Denn erst, die erste Etappe haben wir geschafft. Man ist dann allein, also wir haben über ihn erzählt, wie er war, was er für uns getan hat und so weiter. Die Kinder, wow, wir lieben dich, Hashem. Super. Aber jetzt kommt die Zeit, wo du für dich selber was tust. Und zwar Aufopferung. Nimm diesen Yetzer Hara, zerquetsch ihn wie eine Banane. Schiebe auf der Seite und komm zu mir. Und ich verspreche dir, sagt Kadosh Baruch Hu. Warum hat er gerade diese zwei Details genommen, Parnassa und Sivug? Warum nicht was anderes? Warum nicht was anderes? Das ist danach, woran Menschen streben. Alle wollen heiraten. Alle. Ich muss schon heiraten, ich kenne dich. Ja. Heiraten ist nicht Gurke, Tomate kaufen. Das ist nicht IKEA bestellen Möbel. Das ist ein Projekt, was glaubt ihr? Hi heiraten, hi. Balabidam balabidum. Clip gemacht, das, da, 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 Clip. Alles gut und schön. Und wie geht's weiter? Das bezahlt, Video bezahlt, das bezahlt. So, was machen wir jetzt? Das Video wird dich angeschaut, vielleicht einmal noch, zweimal. So, das liegt im Kasten und frisst Staub. Wie geht's weiter? Ah, Möbel kaufen, okay, alles gemacht, alles steht, Möbel, Akkol. Wie sieht's aus jetzt? Arbeiten, essen, schlafen, das machen die Kühe auch. Die arbeiten auch am Tag, fressen, sind noch Wiederkäuer, wie wir. Ja, wir fressen auch Schwarm, komm drauf. Normal, gell? Okay. Ich geh jetzt Jüderle zerfetzen. Dann um 6, 7 Uhr am Abend kommt dein Rübser raus, du willst sterben. Das machen alles, was die Kühe machen, machen wir auch. Arbeiten, essen, schlafen, wozu dann herkommen? Wenn wir, dann wären wir als Tiere auf die Welt gekommen, als Känguru. Als Lema. Zweite Hälfte, okay. Zweite Hälfte, eine Ehe bedeutet Basis. Aufopferung. Ich bin bereit, meinen Stolz zu opfern. Für meine Frau, für meinen Mann. Kevre, das hat alles eine Verbindung. Wie macht man richtig Geld? Indem man alles rumkommandiert? Indem man alle niedermacht? Nein. Man opfert, was opfert man? Schlaf. Man opfert Energie. Man opfert Zeit. Stimmt's? Es geht hier nicht um Aufopferung. Werden wir nicht aufopfern, werden wir ihr ganzes Leben leiden. Ich verspreche es euch. Ganzes Leben werden wir leiden, werden wir nicht aufopfern. Wir müssen aufopfern. Opfern wir unser Stolz. Die größten Probleme des Menschen geschehen wegen seinen Stolz. Ich will das nicht machen, ich will das Geld machen. Ich werde dann später Tschuma machen.
krank oder was? Glaubst du, da wird auf dich warten? Haomer echta ve'ashuv en maspikim be'adav la'asot tshuva. Schaumat ihr mal zepa? Derjenige, der sagt, ich werde sündigen, heute heißt das Kaif machen, und dann Tshuva machen, wenn er so plant, er muss sich nochmal sagen, er muss nur planen hier, weil Kadosh Baruch Hu sieht ja alle deine Gedanken. So steht geschrieben, Em maspikin beyadav la'asot Tshuva. Kadosh Baruch Hu wird nicht zulassen, dass du Tshuva machst. Er wird dir immer einen Bein stellen, er wird dir immer was bringen, rein, tak, 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 tak. Ha? Stimmt, mit Leuten, die menschlich sind, aber nicht Schweine. Schweine bedeutet Schwein, nicht Schwein als Tier, Schweinerei in den Taten haben. Ich will alles fressen. Ha? Wenn du nicht willst. Er gibt den Menschen so viele Möglichkeiten. Aber bist du mit so einer Einstellung dazu gerne? Dann musst du dir Danke sagen. Nein, aber. Ha? Was für Einstellung? Es gibt keine Einstellung. Es gibt eine Wahl. Mein lieber Freund, mein Bruder, es gibt eine Wahl. Kadosh Baruch Hu, stell dich vor die Wahl. Du hast heute gewählt, zum Schuh zu kommen und mein Blödsinn anzuhören. Ja? Du hast diesen Weg heute gewählt. Du konntest doch woanders hingehen. Stimmt oder nicht? Konntest du oder nicht? Warum lachst du? Nach Honolo. Wo bist du hergekommen? Das zeigt, dass du die freie Wahl hast. Du konntest woanders hingehen. Du konntest woanders, du konntest zu Hause bleiben, du konntest woanders hingehen, du musst nicht herkommen, du bist hergekommen. Warum? Weil du etwas suchst. Du versuchst, den Weg gerade zu kriegen. Jeder versucht es. Ich versuche es. Jede einzelne Person in diesem Raum versucht es. Den Weg zu finden, den richtigen Weg, den Sinn des Lebens. Warum bin ich hier? Warum bin ich hier? Warum? Arbeiten, essen, schlafen, das machen Tiere auch. Warum bin ich dann als Mensch auf die Welt gekommen? Warum bin ich dann als Jude auf die Welt gekommen? Warum nicht als Japaner? Warum nicht als Ukrainer? Warum nicht als Mazedon, egal, Jugo, egal. Warum als Jude, Mabaya, was habe ich vor? Ich habe eine Aufgabe zu erfüllen. Ah, Rega, Kiddush ist später. Sowieso. Aber wozu bin ich dann hier? Das ist die erste Frage. Indem du beginnst zu forschen, beginnst du schon die Aufopferung. Von was? Komm, geh mal Kaffee machen. Ich weiß nicht, ich suche dieses Leben, ich habe keine Zeit dafür. Du opferst deinen Genuss, unter Anführungszeichen. Wenn du mal richtig in der Tora drin bist, wirst du den Kopf gegen die Wand schlagen, es werden keine Wände mehr übrig bleiben. Was habe ich bis jetzt gemacht? Ich kenne einen Menschen hier in der Gemeinde. Dieser Mensch hat 60 Jahre, nachdem er sein ganzes Leben gelebt hatte. Nachdem er verstanden hat, dass er im Holzweg war. Was? Im Holzweg. Er war im falschen Weg, er war im falschen Film. Er sagt, ich habe 60 Jahre in einer Lüge gelebt. Wenn ich das alles wüsste, hätte ich ganz anders begonnen. Was sagt er nach? Ah? Ich kann es auch nachlesen. Er wusste es nicht. Du weißt es. Das ist der Unterschied. Diesen Menschen, Kadosh Baruch Hu empfängt ihn mit offenen Händen. Warum? Du wusstest es nicht. Unsere Urgroßväter, unsere Großväter wurden in Russland, in der ehemaligen Sowjetunion, verfolgt. Es reicht nur, wenn du ein Buch in der Hand hältst, ein jüdisches Buch zum Beten, du wurdest verdonnert für 50 Jahre in Sibirien. Heute kannst du demonstrieren gehen. Heute kannst du in Facebook schreiben, was du willst. In Instagram kannst du posten, was du willst. Du kannst sogar Masken kaufen, blau-gelbe, als Protest gegen Putin. Als ob das Putin juckt, dass du Masken blau-gelbe kaufst. Mama, dass wir den Krieg stoppen. Bravo. Was hat Putin gemacht? Er weiß genau, wo er sie gepackt hat. Die NATO. Eine Bewegung, Atom, Kopf, Knopf, sehr. Putin, ich schicke nur Helme. Und der schickt Sandwiches für die Soldaten und wir schicken Munition. Keiner legt sich an. Makara, was ist los? Kadosh Baruch Hu will allen zeigen, was glaubt ihr, wer ihr seid? Ihr wollt die Welt regieren? Schau, was eine Person mit euch macht. Er spielt mit euch Monopoly. So. Alle reden da.
Russland, ja, Kriegsverbrechen. Er sitzt im Wohnzimmer und lacht alle aus. So ist das. Nicht, dass ich ihn befürworte, nein. Ein Krieg ist immer unnötig. Bitteschön. Wir kommen aus einem Land, wo wir nur bekämpft werden. Und dann gibt es doch diese asozialen, Unwissenden und sagen, das Land wurde beraubt von den armen Palästinensern. Gibt es irgendeinen Präsidenten, irgendeinen Autor, einen Sänger, der irgendwann einmal war? Kaiser vielleicht, Kaiser Mohammed Josef? Nichts, null. Wo? Plastelina. Kadosh Baruch zeigt uns, ich habe das Sagen. Ich habe das Sagen, sagt er. Ich zeige es immer wieder. Zeig mir irgendein Prophet, der das Meer gespalten hat. Gibt es nicht. Wie am Anfang schon erwähnt, Kadosh Baruch Hu, Echad Ve'echid. Er ist der Einzige, der das Meer gespalten hat und das wird auch so bleiben. Es gibt keinen anderen. Und er hat gesagt, das Einzige, was du für machen kannst, für dich selber, lieber Ilan, ist Aufopferung. Opfer deinen Trieb. Für wem? Für dich selber, mal dann für mich. Denn wenn du es für dich machst, dann kommst du automatisch schon zu mir und ich werde dir unter die Arme greifen und den Weg zu mir erleichtern. Chag Sameach, Shabbat Shalom, Lekulam.